Mach mit bei der Bundesliga Tipforce, gib deinen besten Tipp ab und lass uns zusammen gewinnen. Wir sind auf der Suche nach den besten Bundesliga-Tipps für die Sechser-Kombi bei vbet.net mit der Expressversicherung. Dabei gibt es eine Cashback-Gratis-Wette in Höhe des Einsatzes bei 5 von 6 Richtigen in der Sechser-Kombi. Wir brauchen also 6 gute Einzeltipps mit einer Mindestquote von 1,6. Das ergibt eine Mindestgesamtquote von 16,7. Die Aktion gibt es bereits ab einem Einsatz von 2 Euro und ist damit für Hobbywetter und Profis gleichermaßen interessant. Ein kurzer Rückblick: in der 2xBet-Gruppe auf Facebook gab es eine 50% Bankroll-Wette. Das ist sehr, sehr selten, weil sehr riskant. Das Spiel bei München gegen Chicago Fire, dass dabei mehr als 3,5 Tore fallen. Und dank Bastian Schweinsteiger, der das 4. Tor erzielte, ist diese Wette auch eingelaufen. Danke Basti und Servus. Also kommen wir direkt zum 2. Spieltag. Poste deinen besten Tipp des Bundesligaspieltags in die Kommentare. Wirklich nur ein Tipp mit der Mindestquote von 1,6, auf den du im Notfall auch dein linkes oder rechtes Ei setzen würdest. Aus den meistgenannten und besten Kombis bauen wir eine 6er-Kombi, die wir dann bei vbet.net abschließen. Der Vorteil von vbet ist die Expressversicherung. Dabei bekommt man bei nur einem falschen Tipp in der 6er-Kombi den Einsatz als Cashback-Gratis-Wette zurück. Du kannst uns unterstützen für unsere Arbeit, unsere Zeit und unsere guten Tipps. Wenn du dich über den Link bei vbet anmeldest, erhalten wir eine einmalige Provision und du bekommst eine dauerhafte Mitgliedschaft in unseren Facebook-Gruppen. Am ersten Spieltag haben wir um ein Haar die Cashback-Gratis-Wette verpasst. Bei der 6er-Kombi hat nur ein einziges Spiel gefehlt, dann hätten wir bereits am ersten Spieltag eine Gratis-Cashback-Wette gewonnen. Wir hatten nämlich 3 Spiele richtig, bei einem Spiel war es ein halber Verlust und bei 2 Spielen haben uns Schalke und Stuttgart hängen gelassen. Danke dafür. Meine 2-4er-X-System-Wette war ein Griff ins Klo, weil kein einziges dieser Spiele unentschieden ausging. Insgesamt gab es nur ein einziges Unentschieden am ersten Spieltag. Das ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise liegt die Unentschieden-Wahrscheinlichkeit bei 30%. Die Asian Handicap-Tipps mit AH-1 liefen auf fast plus minus 0 raus. 2 waren Cashback, 1 war falsch und das Dortmund-Spiel war richtig. Plus 0,23 Einheiten. Die Bilanz sieht unterm Strich noch nicht besonders erfolgreich aus. Minus 1,77 Einheiten. Das Video mit den besten Tipps der Tipforce gibt es wie immer am Freitagnachmittag. Dann werden wir auch die 6er-Kombi bei vbet abschließen. Bis dann! Hey guys, I'm Radek's friend. And no one knows better. He never lies. He is never wrong. And there's no one who knows better female basketball than him. Okay, he paid me to say that. But I really like him. Okay, I like his money. Please follow him so that he can book me again.